Listen up! We have our orders. Inserting an LZ Epsilon. Down and dirty just like we taught you. Everybody know what's going on? Everybody know they're going! Hoorah! Everybody ready? Hoorah! Let's do this! Mitchell! Let's do this, Matti. Ja, das neue Call of Duty ist da und hat mich schon ziemlich begeistert. Genau, denn im Gegensatz zu mir, der ja bisher nur Multiplayer spielen durfte, warst du auf dem Review-Event und durftest tatsächlich endlich mal die Kampagne spielen. Ja, ich habe es auf der Xbox One durchgespielt und ja, man wird ins Jahr 2054 versetzt und darf mit allerlei schönen futuristischen Gadgets rumspielen. Aber natürlich ist es ein Call of Duty, vor allem auch ein Shooter, wo man auch viel schießen muss. Ja, wenig schießen wäre ja auch langweilig. Richtig. Aber ich finde es von der Atmosphäre wirklich passend. Man hat ja zum Beispiel es mit diesem Thron hier zu tun. Das sieht schon ziemlich gut aus. In der Kampagne sind wir nur in der Rolle von Private Mitchell auch unterwegs, was ich sehr positiv finde. Man ist dann eben nicht verwirrt, wer man ist, wo man ist und überhaupt, worum es geht. Und ebenso schön ist, dass Kevin Spacey jetzt mit an Bord ist und seine Rolle ist echt fantastisch. Aber die Story insgesamt ist schon auf diesem normalen, etwas gehobenen Call of Duty Niveau. Heißt, man braucht jetzt nicht viel nachdenken, tiefgründig wird es nicht, aber unterhaltsam. Das ist ja ganz gut für mich. Ja, also wenn man nicht mit der Erwartung hingeht, es ist wie ein Kevin Spacey Film, ja gut, dann ist man gut bedient. Das wäre auch hart. Also, ja, wenn man wirklich also viel schießen müsste und dabei noch nachdenken. Das wäre nicht gut. Eben. Ich will übrigens solche Kreditkarten hier haben. Visitenkarten. Visitenkarten. Oder Kreditkarten, ist mir auch egal. Beides wäre schön, ja. Karten halt. Und hier hat er ja schon angesprochen, wir haben viel so an futuristischen Gadgets zur Hand. Wir können zum Beispiel Wände entlang klettern oder gleich, wie wir es sehen werden, innerhalb der Kampagne dann auch mal ja, so Sprengfallen stellen. Aber das Blöde ist einfach in der Kampagne, dass es an festen Stellen ist. Mhm, das habe ich mir schon gedacht. Also ja. Die Mission hier ist in Lagos, jetzt muss man dazu sagen, ja. In Nigeria. Genau. Und die habe ich zumindest vorgespielt bekommen. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das jetzt wirklich... Nein. Wirklich nur an vorgefertigten Stellen benutzbar ist und das ist halt echt schade, dass sie das nicht ein bisschen freier gemacht haben. Nee, trotzdem muss ich sagen, das Spiel fühlt sich ein bisschen freier an. Wir haben jetzt solche Exit-Suits, die geben uns Superkräfte. Wir können zum Beispiel höher springen, können auch mal die Zeit anhalten und ähnliches. Das kann man taktisch anwenden, wenn man auf einem normalen Schwierigkeitsgrad aber spielt, naja, dann ist nicht unbedingt nötig. Und ebenso ist es mit dem Arsenal. Jetzt haben wir auch solche Laserwaffen. Sehen schick aus, aber ja, es ist halt mehr optisch toll, als dass es wirklich spielerisch irgendwas verändern würde. Machen die Gegner auch nur tot, ne? Machen die Gegner nur tot. Und auch, apropos Gegner, die sind auch wieder Standard-Call-of-Duty-Gegner. In großen Massen da, kommen auch meistens so in Wellen, ja, aber haben kaum eine Intelligenz. Hm. Aber also wenn man nicht darüber nachdenkt ständig, dann ist es trotzdem ein tolles Erlebnis, 5 Stunden lang. Und es wird eben auch sehr viel Abwechslung angeboten. Du sagst es gerade, die Entwickler haben ja im Vorfeld versprochen, dass es ein bisschen länger wird. Es ist tatsächlich wieder nur die typischen 5-6 Stunden von Call of Duty, ne? Das sind so die typischen 5-6 Stunden, aber ich hätte das Gefühl, dass es viel mehr so Fahrzeugpassagen gab, Schleichszenen und solche Sachen, dass man dann eben merkte, okay, die hatten dann doch statt 2 Jahren hatten sie diesmal 3 Jahre Zeit und haben auch das meiste draus gemacht. Also es wirkt ein bisschen kurzweiliger, willst du sagen, ne? Also, kurzweiliger und abwechslungsreicher. Also es ist ja so, dass Call of Duty diese Shootereien machen zwar Spaß, aber nur ständig. Irgendwann wird es auch ein bisschen fad, auch in den 5-6 Stunden. Und so hat man das jetzt so, dass man ungefähr 3/4 des Spiels sich durch die Levels ballert, aber dann auch mal so ein bisschen eben was anderes tun darf. Aber die, sagen wir es so, die erhoffte Revolution für das Franchise ist es jetzt nicht geworden. Das nicht, also die Singleplayer-Kampagne jedenfalls nicht. Der Mehrspieler-Modus verspricht da schon etwas mehr, aber dazu kommen wir in einem anderen Video dann. Also genau, der läuft ja noch nicht. Also genau. Da warten wir, bis die Live-Server da sind. Richtig. Das ist jetzt so eine Schleichmission, die du angesprochen hast, ne? Wo man ein bisschen hinterhältiger, ein bisschen leiser vorgeht. Das ist noch nicht eine der ganz richtigen Schleichmissionen, aber hier dürfen wir auch ein bisschen vorsichtiger halt mit den Gegnern umgehen. Es gibt später tatsächlich solche Levels, wo man gar keine Geräusche machen darf. Ah, okay. Ne? Also entsprechend, aber die werden auch nicht nervig oder sowas, das jetzt nicht. Es ist halt, wie gesagt, eine schöne Abwechslung.
Und eben optisch finde ich eben auch, es ist, wird viel geboten und man ist überall auf der Welt unterwegs. Entsprechend, also man kann sich wirklich nicht über, das, über die Kampagne beklagen. Und so gesehen eben 5 Stunden lang Spaß, ohne, ja, das, was ich mir ein bisschen erhofft hatte durch Kevin Spacey, passiert nicht, tiefgründig wird, wird die Story nicht, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel. Just grapple up that tower!